Timmy, 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 Timmy. Du gehörst jetzt uns. Okay, Leute, Timmy hat gesagt, wir sollen uns bei Alpha-Steinchen am Haus treffen. Der will wohl irgendwas machen mit uns. Bin jetzt ehrlich gesagt überrascht und frag mich, was er eigentlich vorhat. Und noch bin ich nicht geschlagen, ey. Yeah. Hey, Jungs. Alter, was geht? Hey. Was geht hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, was denn? Oha, nein, ich gebe dir ein richtiges Willkommensgeschenk. Hier, nein! Nein, oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist verbrannt. Es ist verbrannt. Ja, wirklich? Ich werde jedes Chicken verbrennen, was es überhaupt gibt. Oh, hier, kriegst du noch ein Dankeschön. Ein Ding, du bist Junge, der beste Timmy. Zusammen. Ja, Mann, Loyalität steht an oberster Front, ey. Alpha-Steinchen, ich muss kurz was mit dir bereden, ja? Ja, okay. Warte, dann komm am besten in meinen Verhandlungsräume. Ja, okay, Verhandlungsraum, wo ist der? Bitte alle raus, raus, ich hab keine Sinn. Okay, okay, Snoopy, Snoopy, ja. Ey, Snoopy, was geht? Was? Nein, was macht Timmy da jetzt mit Alpha-Steinchen? Was passiert da gerade? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab mitbekommen, dass ich... Warte, lass mal hören. Hast du da irgendwelche Infos, wer das sein könnte, Alpha-Steinchen? Also, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, wer oder was oder etwas, keine Ahnung eigentlich. Also du hast nichts mitbekommen, oder wie? Nee. Okay, das heißt, ich kann allen vertrauen, ja? Nee, ich weiß nicht, ob du allen vertrauen kannst, aber du kannst mir vertrauen, mein Freund. Yeah. Ja, okay, das merke ich mir, das ist eine gute Idee, okay. Yeah. Sag mal, kann ich auch mit anderen Leuten hier hochgehen und Besprechungen machen? Hi, Handling! Yo, Kiro, was geht ab? Also Timmy redet gerade mit Alpha-Steinchen, ja, ob er uns vertragen hat. Ey! Snoopy, ich muss auch kurz mit dir quatschen, ja? Ja, komm mal zu meinem neues Haus, okay? Komm mal mit neues Timmy. Haus? Ja, ich habe auch ein Haus. Alter! Sollen wir jetzt pro Gespräch in irgendein Haus rein, oder was? Timmy, ich bin zwei Kiros. Okay, ich komm dir hinterher, Snoopy. Wo bist du? Ey, zieh den Kopf aus! Verarsch mir anders damit! Ich geh die belauschen jetzt. Alter! Das sieht richtig krass aus. Ich sag dir ehrlich, guck mal, da vorne ist der Alpha Tower. Hey, wer hat das gesagt? Hey, hä? Alter. Und da ist eine Statue und da ist ein Haus, ey. Wir haben die ganze Stadt übernommen. Ja. Das ist richtig gut. Wir sind die Besten. Ist so, ey. Aber sag mal, wenn ihr beide jetzt hier seid, ne? Wenn ihr beide hier seid, habt ihr vielleicht Informationen über einen Verräter in unserem Reihen? Boah, also, guck mal, ich habe irgendwas mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, denn Beule hat einmal letztes Mal wirklich gegen uns geschossen. Lass Beule in Ruhe! Beule! Beule ist unser Mann! Ja, aber er hat letztes Mal so richtig gegen uns geschossen. Alter, das geht nicht, das können wir nicht machen. Was hat er denn gemacht? Wie Beule ist gut? Beule ist auf unserer Seite, Mann, er ist mit uns gekommen. Er ist ein OG. Also sagt dir Aussage gegen Aussage, oder was? Ist mir, ich brauch seine Aussage gar nicht hören. Also ich würde gerne wissen, was ist auf unserer Seite. Ja, okay, sag. Was hat er denn gemacht? Was hat er gemacht? Also wir haben ihn ja, also was heißt gekillt? Also Lofty und Beule haben ja ein 1-1 gemacht, ja, das wisst ihr. Und dann hat Beule daraufhin war ein bisschen wütend und hat gesagt, ja, der Alpha-Clan, der ist schlecht und so. Und ja, und dann hat er. Bro, wieso sagt er sowas über uns, ey? Wir sind eine Familie, Mann! Das war dann halt, weil irgendwer von den anderen so Snoopy oder so hat ihm seine komplette Rüstung abgezogen. Das weiß ich gar nicht, das war Snoopy. Er hat gar nichts mehr. Warum hast du sowas, also Beule, ist seine Rüstung, wurde abgezogen. Timmy, also, das war Snoopy. Ich kann von meiner Seite aus. Nee, Phantome, ich bin nicht geschlafen. Ich glaube, du bist schlecht. Aber Timmy, hör mir mal zu. Seit wann gehören wir zum Alpha-Clan? Die gehören zu uns, zum 6. Unheil. Die haben sich uns angeschlossen, nicht wir ihnen. Aber der Alpha-Clan ist sympathisch. Ich mag den Alpha-Clan. Aber immer in meinem Herzen drin. Merkt man auch, sieht man die richtig an. Ist so, das sieht man doch an meinem Auge, Alter. Aber trotzdem sollte der Alpha-Clan mehr Respekt vor uns haben. Lass mal diese Phantome hier wegklatschen. Lass uns mal ins Haus reingehen. Los, schnell, werden angeschlossen. Schnell in das leere Haus von Snoopy. Oh mein Gott. Bestes Haus, Leute, wirklich. Bestes Haus. Wow, cool. Ich meine Inneneinrichtung. Wie sieht es hier aus? Geile Couch hier. Guck mal, Timmy. Das ist meine Ecke.
Wir müssen unter vier Augen sprechen, okay? Ganz alleine. Ja, vier Augen, alles klar. Ich geh jetzt aber da nicht mehr raus, Mann. Leider hat dieses Haus hier keine Zimmer, mit denen man sich verkriechen könnte. Leute, kommt mal nicht so nett. Es hat viel zu viele Fenster. Man kann sich ja nicht mal hier verstecken. Lass auf Cassius ihr Dach gehen. Was hat er davor gesagt, wo seine Rüstung noch nicht weg war? Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Deswegen, ich kann doch gar nichts. Ich liebe den Alpha Clan. Ich bin für den Alpha Clan. Ja, Alpha Clan, Firma, ey. Du weißt, sechstes Online. Ja? Ja, du weißt ja, wir waren ja auch schon im Alpha Clan YouTuber in Ziel 1, ja? Richtig, genau. Richtig. Ja. Und warum soll ich dir denn jetzt verraten oder so? Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, jemand will da richtig Fitner machen und will unseren Clan auflösen. Das dürfen wir nicht tun. Ey, du ignorierst uns auch. Ich habe hier nur geputzt. Das sind deine Putzsachen, Junge. Ich kann unseren Streit oder unser kleines Problemchen mit Beule und dir, ich kann das ganz einfach wirklich in ein paar Sätzen klären. Also, Beule ist ja mit uns auf die Insel gekommen und er wollte immer das sechste Unheil mäßig sein, weil das sind wir auch. Und er hat sich zu sehr in die Ecke gedrängt vom Alpha-Clan gefühlt. Da könnt ihr auch nichts für, ne? Er hat sich einfach so gefühlt. Und deswegen hat er zu mir privat gesagt, ich möchte nicht Teil vom Alpha-Clan sein, ich möchte das sechste Unheil sein, aber er wird gerne mit dem Alpha-Clan zusammenbleiben. Aber er hat sich zu sehr in die Ecke gedrängt gefühlt und so ist es einfach zu einem Streit gekommen. Und jetzt hat auch noch einer von euch, ich weiß nicht, wer aus dem Alpha-Clan, hat seine ganzen Items geklaut nach diesem Kampf. Safe for us, glaube ich. Ja, dann müssen wir mit ihm sprechen, dass er das wiedergibt und dann können wir wieder im Frieden zusammen. Okay, der kriegt seine Sachen wieder. Ich setze mich dafür ein, dass die Gerechtigkeit wieder hier ins Land kommt. Da bin ich auch für. Ja, okay. Aber ich gegen den Alpha-Clan stellen, das sieht man. Wir drüber reden nochmal. Ja, okay? Wir sind das sechste Unheil, das stimmt. Das hat uns einiges ermöglicht. Wir sind das sechste Unheil und der Alpha-Clan ist auf unserer Seite. So. Ja, ich sag's mal so, der Alpha-Clan ist in mir drin auch. Er war immer ein Teil in mir drin. Ja, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Wir sind eine Gang. Wir müssen am besten TNT-Fallen bauen oder so, damit die beim Krieg richtig eine Überraschung bekommen von uns. Versteht ihr das? Das ist meine Idee. Also dafür brauchte ich das. Werden wir belauscht? Sehr gute Idee. Werden wir belauscht? Zusammenbauen mit Beulen? Gehört. Ja, hab ich was gehört? Das ist Baba. Hallo! Hey! Mann, Kiro, niemand belauscht uns. Du bist ich glaube, ich dreh durch. Du bist ja voll paranoid schon wieder. Du hast zu viel am TNT geschluckt. Entspann dich jetzt. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Hier ist jeder irgendwie gefühlt ein Feind. Kiro, mach jetzt. Wir wollen ja auch eine Chicken. Der drückt ein bisschen zu sehr, glaube ich. Mach den mal weg da. Aua! Seitdem Pischta uns verraten hat, weiß ich einfach nichts mehr. Das stimmt, Pischta hat uns echt verraten. Und sie ist die Testix oder wie der heißt, ey. Der ist auch richtig gemein, ey. Den hab ich nämlich schon eingesperrt. Hier muss unbedingt eine Falle hin. Und dadurch, dass du so krasse Videos machst mit Pranks. Ich mach viele Pranks. Du kennst meine Pranks, Kiro. Ich hab dich zu oft. Richtig. Tut mir leid. Deswegen brauche ich dich als Unterstützung für diesen Prank. Als Fallen-Expert. Ja, richtig. Brauchst du eine Falle für den Kampf hin? Das ist... Baust du einen Prank? Ja, das ist hier der Plan. Ja, du baust einen Prank. Kann ich mitmachen? Kann ich einen Prank pranken? Wir machen hier zwei TNT. Okay. Und noch? Was ist das? Prank? Wer da reinläuft, wird explodieren. Weißt du, was wir machen? Hey! Prank, ich spiel... Guck mal, wofür willst du das jetzt haben, den Prank? Für den Kampf vielleicht? Für einen Vorteil von dem Kampf. Na, wenn hier jemand herkommt, dann mach doch einfach so. Wir machen so, zwei TNT hier hin und jetzt machst du das Ganze wieder zu mit Kobbel. Mach zu und dann setzt du hier oben jetzt einen Knopf hin und wenn jemand dir hinterher rennt, dann drückst du den schnell und kannst ihn weg... Oder so. Und dann schubst du ihn drauf und dann bumm. Ja, das bleibt da jetzt. Ich sag den anderen Bescheid. Sag, dass es vom Hahnling den Prank-Spezialisten ist, okay? Das ist ein guter Call. Ich habe eine Falle platziert. Wo denn? Ihr müsst hier unbedingt sehen, nicht, dass ihr aus Versehen drauf tretet. Ich habe die Falle gemacht. Wir haben sie zusammen gemacht. Ja, okay, wir haben die zusammen gemacht. Wo ist die Falle denn? Ich kann gar nichts sehen. Da hinten ist ein Prank. Da ist eine Druckplatte, da ist dann... Hier, hä? Unter der Druckplatte ist TNT. Nicht aufdrücken! Ey, Snoopy! Du bist so dumm! Mann, Snoopy!
Alter, Supe, du bist der Verräter! Hey, du bist wirklich ein Verräter! Es war eine so ausgeklügelte Falle und du löst sie einfach aus! Ich hab 50 Cobblestone gedroppt bekommen, Junge. Wie viel ist da weggesprengt worden? Es gibt richtig Ärger, ey. Snoopy, ich sag dir ehrlich, du hast den Kopf nicht verdient in den Tower. Ja, richtig. Du sagst, du willst den Kopf und eine Sekunde machst du danach unseren Prank kaputt. Ist so, ey. Ich hab euch den Tee geschenkt, Leute. Ich hab euch den Tee geschenkt. Ja, das ist jetzt alles für den Arsch, ey. Das ist aber ein Argument. Da bin ich auf jeden Fall auf seiner Seite. Nee, bin ich nicht. Trotzdem hat er das kaputt gemacht. Das geht nicht, ey. Was habt ihr da jetzt beredet? Was willst du? Ja, du und Timmy. Ja, stimmt. Haben wir einen Verräter? Geredet. Und wir haben euch absolut nicht belauscht. Verräter. Was habt ihr gesagt? Ja, Leute, guck mal, ich muss euch sagen, auf jeden Fall, ihr seid auf jeden Fall nicht, ihr steht nicht auf der Liste, denke ich mal. Oh, wer ist denn auf der Liste? Kannst du uns das verraten? Ich glaube, Panik Liste? Wird nicht so darüber erfreut sein. Oh. Wer ist denn? Oh. Beule! Ja, oh, was ist denn? Wer ist hier freiwillig irgendwie die Falle testen? Neue Testfalle, ja! Ja, Mann, testet die Falle, sehr gut! Snoopy, oh, das ist das jetzt wirklich weit oben, ja? Das ist. Nämlich seine alte. Also, bis der Amboss hier unten ist, da sind die Gegner ja schon wieder weg! Wenn du down bist, dann nehme ich deine Hose. Snoopy oder der Amboss? Ich hoffe, der Amboss. Dann hat er keine Hose mehr. Habt ihr ein Bett schnell? Habt ihr schnell ein Bett? Habt ihr schnell ein Bett, bitte? Leute! Nein, lass dich. Haben wir nicht! Stell dich der Falle! Junge! Leute, was möchtest du bitte? Oh Gott, der kommt, Oh! Tschüss! Mein Gott, du hast es überlebt! Als ob du das überlebt hast! Er hat seine Rüstung angehabt, deswegen! Der kam aus mindestens 50 Meter Höhe! Wer ist hier? Beule! Ja, Junge! Was geht ab, Beule? Ja, was wollt ihr denn von mir, Leute? Was ist los? Nein, lasst ihn mal reden, Beule! Stimmt, was du den Alpha-Clan nicht magst. Die haben mich verraten, die haben mir alle meine Items geklaut. Guck, ich habe keine Items mehr. Alpha-Steinchen, guck dir das doch an, Alpha-Steinchen, versuch mich wieder zu töten. Beule, wir haben das Problem schon gelöst. Und du bist das sechste Unheil, sagst du, ja? Bleib doch mal stehen jetzt, genau, ey! Pass auf, Beule! Lass doch mal jetzt Beule in Ruhe reden, der arme Mann. Oh, Beule, sprich! Sprich, was dein Problem ist! Ich werde das mit dir quatschen, ja? Ich werde das auch mit Lofty bequatschen. Erst kriegst du hier ein paar Goldäpfel. Damit du hier mal... Danke! Alpha-Steinchen! Und ihr habt mir die geklaut! Ich sag doch, die Leute sind böse zu mir. Alpha-Clan ist... So, und damit du nicht so oft down gehst, kriegst du ein Totem. Oh, danke schön. So, sind wir jetzt wieder quitt oder was? Ja, wenn Alpha Steinchen mir den anderen goldenen Apfel zurückgibt. Hör auf, Alpha Steinchen anzugreifen, Junge! Er hat mir einen von den goldenen Äpfeln geklaut, ich will den wieder. Müsst euch mal wieder zusammenreißen. Du bist richtig. Wir sind doch ein Team, Mann. Einen unter mir, du darfst ihn einfach nicht an und du darfst ihn nicht mal in die Augen schauen, ey. Kommt, Leute. Und wir haben einen neuen Namen zu verkünden. Timmy, ja, willst du? Leute! Kommt alle rein! Kommt alle rein, zu mir! Moment. Es gibt was Wichtiges zu verkünden, ey! Ihr seid live dabei jetzt! Okay, seid ihr bereit? Warte, jetzt bin ich bereit. Kommt alle zu mir! Ruft alle her! Ruft alle her! Sagt, die sollen alle herkommen! Wichtig, Leute! Wirklich wichtig! Yes, das wird euch gefallen! Das wird euch gefallen, Leute! Okay, pass auf! Ich sag's jetzt schon mal, ne? Für euch! Was sind wir? Wir sind das sechste Unheil und Alpha Clan, richtig? Ja! Ja. Das sechste Alpha Clan, ja. Wir sind Alpha Unheil! Unheil! Alpha Unheil! Alpha Unheil! Alpha Unheil! Wir treffen uns morgen um genau der gleichen Uhrzeit. Auf der Plattform von Tridan oben auf der Arena. Und dann kämpfen wir diesen Kampf 4 gegen 4 ganz normal aus. Wir treffen uns jetzt bei Tridans Kuppe, um den Kampf auszufechten. Ja. Ah, das sind ja die Lauchbrüder. Hallo? Hallo? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr zum Treffen kommt, die Angsthasen. Ich dachte auch, ihr seid viel zu spät, aber viel zu spät. Ey, wo ist denn hier der Anführer von den Lutschen-Clan? Was willst du? Wir haben keinen Anführer. Da ist ja der Anführer. Erstens haben wir keinen Anführer, wir sind alle auf einem Level. Und zweitens, ganz ehrlich, wir sind nicht so wie ihr. Ein Anführer und drei Anhänger, Digga, die alles tun, was du sagst. Abläufer nennt sich das, aber Junge, ich weiß nicht mal, wen du meinst. Ich bin Snoopy. Was geschieht hier? Das nenne ich einen Hammer-Clan, gegenseitig die Köpfe. Hammer-Clan, ja, Mann, wir sind der Hammer-Clan. Wir sind der Hammer-Clan. Hammer-Clan. Yeah.
Ding. Seid ihr hergekommen, um zu reden, oder soll ich euch jetzt besiegen? Alter, bist du Verräter? Ich werde dich so besiegen, Alter. Ich werde euch alle ekelhaft besiegen. Na und hier, guck mal, seht ihr das? La 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 Okay, hört mal okay. zu. Wir machen jetzt einfach eine ganz easy Planung. Mhm. Und zwar, ich will mit dich vorknöpfen, Timmy. Du! Kian, nein, Bro. Also, allein sein Auftritt jetzt, lass mich den bitte. Tu mir einen Gefallen, lass mich gegen ihn kämpfen. Guck mal, wie er denkt, dass er stark ist und Bro. So. Bro, mir ist egal. Bruder, du wirst es sehen. Du wirst an einen Leib. Warte, ich muss kurz. Oh. Ist okay, Jungs, okay. Alles klar, dann lasst uns nicht lange reden. Okay. Ne, wir werden ja sehen. Also ganz kurz die Regeln auch für uns, Leute, ne? Auch für die Guten, die Korrekten. Yeah. Ja, also uns, ne, Leute? Uns, ja, uns, ja, uns, ja, wir sind die Guten. Also erlaubt sind keine Stärketränke für keinen von uns. Items werden nicht geklaut. Aha. Und das ist das Wichtigste. Heilung dürft ihr benutzen, egal welche Art. Kein Lava-Eimer, kein Wassereimer. Rüstung ist ganz normal auch erlaubt, das, was ihr habt. Und genau, Schwert, Schild und Bogen. Ganz easy und Axt. Ich brauche nicht mal einen Bogen, ich brauche nicht mal ein Schild. Let's go, Junge. Also keine Totes. Also der erste Fight zwischen Quatsch nicht, ey. Dann keine der erste Totems. Fight zwischen Timmy und Sitashi, ne? Easy. Go, okay. Junge, komm, Alter. Okay. Brauchst du Donny, nicht, oder was? Klar, guck mal, Timmy, ich bin. Jetzt bin ich da runtergefallen. Moment. Sag mir eine Sache, Timmy. Ihr könnt hier eure Spawnpoints setzen, aber es gibt keine Totems. Ja, keine Totem. Ich werde trotzdem mal einen Totem verwenden, Junge. Also, ich würde sagen. Wenn er den Down hat, hat er gewonnen. Ja, okay. Okay. Also, die Regel, hört mal alle zu. Die Mehrheit, also der die mehr Wins hat von dem jeweiligen Team, die dürfen dann entscheiden, was Sache ist. Also, wenn wir gewinnen, lässt ihr uns für immer in Ruhe. Und wenn ihr gewinnen solltet, dann habt ihr einen Wunsch. Nein, okay? Kian, es gibt doch easy, was komm, wann geht's los? Yeah. Achso, ja, genau. Ja, stimmt. Wenn wir, ey, stopp. Wenn wir gewinnen, dann müsst ihr mit uns eine Aktion durchziehen, ein Ritual durchziehen. Okay. Ja, okay, komm. Ja, den Deal geben wir ein. Sag mir eine Sache, hast du noch deinen Regeneration 3-Effekt? Nö, hab ich doch anders. Sprudelt doch aus ihm raus. Nö, es sprudelt doch aus ihm raus, man sieht's doch. Ja, guck mal. Ja, alles weg. Komm, jetzt fang an, Alter, red nicht so viel. Okay, dann sag, fightet mal. Oh. Komm. Aua, aua, das tut so weh! So. Ah, nein, Hilfe! Ah, ich werde angegriffen! Ah, nein! Du, hä? Du willst gegen mich kämpfen, ja? Timmy! 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 Du schaffst das! Ich hab leider keine Axt, aber egal! Aua, der war jetzt, da hat wehgetan, ne? Deswegen bin ich auch nicht gern runter, Junge. Schaffst das. Schmeiß dich einfach runter. Easy clap. Sitashi ist der Stärkste. Sitashi ist der Stärkste. Hör auf zu lügen, ihr Lauchbrüder. Bro, ihr kämpft mit dem Nitra. Gewonnen, Junge! GG! Bro, ich bin dir ehrlich, ne? Du bist eigentlich easy, man hat ja auch gesehen, aber meine Rüstung ist fast kaputt. Es macht gar keinen Sinn zu kämpfen. Bro. Ja, ich kann mich hier auch wenn du willst, mit dir einigen. Unentschieden? Oh. Ja, kommt dir sogar noch entgegen, es Alter. Es gibt kein Unentschieden. Es gibt kein Unentschieden. Ich nehme mich tatsächlich an, Bro. Ja, GG, okay. Hast gut gemacht. Ey, wenn die anderen wie hat er gut gemacht? Du wärst doch schon längst fertig gewesen, hättest du deinen scheiß Buff nicht. Ja, du bist so schlecht, Timmy. Bro, er ist nicht schlecht. Die richtigen Freunde haben. Guck mal, wie ehrenlos ist man, dass man einen Kampf eingeht, wo man sieht, man verliert eh kein Damage. Real Talk. Dass du einfach mal Uno spielt und in der Hand diese nur 5 Schwarzkarten hat. Diese was ist mit Sitashi? Er ist genauso wenig gestorben. Wenn man böse ist, dann hat man halt gut bin, Bro. Wächst doch auch. Ey, jetzt sagt er, er ist böse. Eben hast du noch gesagt, du bist gut. Okay, alles klar. Kompliment. In deinen Augen bin ich ja auch böse. Ja, ich weiß. Hä? Jungs, tut mir leid, ich hab's nicht geschafft. Bro, was soll's denn? Ey, ich bin nicht schlecht. Der nächste, wer fightet gegen mich von euch? Let's go. Los, Kiro, du gehst. Kiro, komm. Ja, okay. Ich muss aber hier kurz. Wer leid von euch? Komm her. Wie? Du hast keine eigene Rüstung. Kämpf wie ein Mann, Junge. Guck mal, Kio, ich sehe, du hast keine Rüstung. Ja. Ich schenke dir meine, aber nur für diesen Kampf, verstanden? Ja, für diesen Kampf. Rapu. Hey, guck dich woanders. Ich höre, ob er eine Rüstung hat. Wir wollen einen fairen Kampf haben, also. Halt mal jetzt leise. Kian, mach ihn fertig. Du sagst fairen Kampf, aber das mit dem Buffs, hä? Fairer Kampf.
Bro, ich fand das fair. Keine Ahnung, was du hast wieder. Kiro, wenn ich die Sachen nicht wiederbekomme, dann stirbst du, verstanden? Deswegen bin ich auch das raus. Ist der verstanden? Ey, alles klar, ich bin ready. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Kiro, na, let's go. Kiro. Lass uns ausfechten. Na komm! 3, 2, oh, es geht schon los, okay. Na Kiro. Komm! Na komm! Was ist los jetzt? Ja. Jan! Na, schaffst du's? Bist du schon müde? Komm, Kian, easy! Komm schon! Die Wand! Fertig! Easy, Mann! Easy! Bro, ach, Digga, ich dachte, das war nur, das war nur Lachen. Du kannst aufgeben, wenn du möchtest. Ja, wir machen jetzt aber mein Totem. Junge, wenn du aufgibst, Alter, gibt's Ärger. Ja, okay, wer aufgibt, fliegt aus dem Clan. Ich mach nicht so einfach so. 3, 2, 1, skrrr. Komm schon, Reini, go, Reini! 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 Gefeuert den falschen Reini! 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 Was? Reini, du musst das gewinnen, Bro! Reini! Reini, komm, du schaffst das! Alpha-Steinchen! Du schaffst das! Reini! Loser! Oh mein Gott! Reini, du darfst nicht verlieren! Lauf, Brüder! Soll ich anschießen? Soll ich einfach anschießen? Nein, wir sind nicht so ehrenlos. Alter, mach jetzt nicht so dreckig, Fischter! Komm, Reini! Du musst gewinnen, Reini! Glaub mal an dich! Schmeiß ihn runter! Ich weiß nicht, wie gut du bist! Oh mein Gott! Alpha-Steinchen! Ja! Seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Okay. Fischer, viel Glück. 3, 2, 1, let's go. Supi macht die Verräter fertig! Bitte ja zeig, was du drauf hast. Fischer, komm, du machst das. Supi, du schaffst das! Supi, Supi! Supi! Fischer, blocken! Fischer, gib alles! Das schafft Supi mit links! Du Fischer, was los? Ich geb mir nein, nein, das, Fischer, Alter. Du kannst das, Bro. Fischer, du darfst nicht verlieren. Supi! Bro! Easy. Danke. Ja, dass der Verräter verliert. Das sind jetzt meine Sachen, Bro. Junge. Hä? Was? Deine Sachen? Ey, yo. Meine komplette Sache. Hä? Das sind jetzt meine, verstanden? Du Ehrenloser. Ich will jetzt alle im Leben. Ich kann Freunde! Hey, warte mal, stopp mal, Jungs! Das war doch nicht, das war doch nicht die! Gut gemacht, Schnuffi! Es muss sich alles nach Plan verlaufen, verstanden? Warte mal, stopp mal! Das war doch nicht Deal! Junge, Pech gehabt, wir sind aber besser! Wie? Hä? Was mit seinen Sachen, Digga? Der Arme! Gibt ihm seine Sachen zurück! So arm sieht er gar nicht aus! Der hat den Tee! Und der hat uns verraten! Er hat sich gestellt, Digga! Und wir reingehen! Büschner, du hast uns verraten! Jetzt spring runter! Spring runter! Nein! Komm, spring! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Nein! Okay, Jungs, stopp! Ich mach euch ein Angebot! Warte! Ihr dürft mich gefangen nehmen! Ich tue, was ihr sagt, aber lasst den Jungen. Was sagst du da, Kian? Und gib ihm seine Sachen zurück. Yeah. Guter Deal! Yeah. Wir nehmen Kian mit! Aber wartet! Gib ihm zuerst seine Sachen zurück. Meine kompletten Sachen, bitte. Ja, gehen wir schon wieder irgendwann. Kian, versprich uns! Gib ihm halt deine Sachen, weil wir nehmen doch dich doch sowieso mit. Ja, warte, wir treffen uns beim Alpha Tower. Let's go, wir treffen uns beim Alpha Tower. Hey, warte, ich... Jungs! Ich weiß nicht, ob er das will. Ich weiß nicht, ob er das verdient hat. Gib Pisch das Sachen zurück und ihr habt dann dafür mich. Okay? Bro, na komm mal mit, Kian. Kian, das geht nicht. Kian, versprich uns zu... Kian, das musst du wirklich nicht machen. Bro, du bist doch wegen mir hier drin überhaupt gerade. Du musst es wirklich nicht machen. Egal, kack auf meine Sachen. Gib ihm die Sachen zurück. Ist okay. Kian, wenn die gegen die kämpften, hä? Kian muss das machen. Ich tue das, was ihr sagt. Der uns verraten hat, hat euch in Schwierigkeiten gebracht. Gib ihm die Sachen aber zuerst. Ich will ihn nach unten bringen. Ey, warte kurz. Kian, versprech uns erstmal, du wirst mit uns kommen. Und dass wir dich gefangen nehmen. Versprech uns das. Bin ich so ehrenlos wie ihr? Nein, also ja, let's go. Guck mal, wie er uns noch fertig macht. Einmal ein Wort.
Meine Sachen, die Sachen jetzt. Wir wollen erstmal gefangen werden. Erst wenn Kian in seinem Kreis ist. Kommst du rein? Gib mir deine Spitzhacke, Kian. Ich geh erstmal rein. Deine Spitzhacke wird es dann geben. Wer soll da reingehen? Ja, entweder vertraut mir oder vertraut mir nicht. Geh da rein, hier. Denkt ihr, wir kommen hier, wir gehen hier einfach weg ohne Kian? Gib uns deine Spitzhacke. Ja, müsst ihr. Alter. Ich bekomm Pisch da keine Sachen mehr, gesagt, nichts. Die beiden wollen die Sachen gemacht, wenn die gemacht Bro, Rainy, was Rainy, wollen wir machen? Ich sag ehrlich, los, mach ihn zu, mach ihn zu, mach ihn zu. Ich mach die fertig. Ach, du Scheiß wirst du. Scheiß wirst du uns fertig machen. Ey, gib mir mal die Sachen zurück. Ihr habt gesagt, ihr gebt mir die Sachen. Yibi. Soll die Sachen zurückbekommen? Gib dir die scheiß Sachen zurück, ey. Ich leide gerade ein bisschen an Amnesie. Du gibst deine Sachen zurück? Ja. Ehrlich, du willst wirklich deine Sachen zurück, Mister? Ja. Ja, komm, gib ihn sie wieder, ja, egal, komm, gib ihn sie wieder. Gib ihn sie wieder. Gib ihn sie wieder. Komm mit, Mister, komm mit. Alle weg bleiben, verstanden? Okay. Du gehörst jetzt uns.